Ah, hallo. Unsere Freundin Anna wird nächste Woche nach Deutschland fliegen. Sie hat dort ein Stipendium bekommen und wird ein Jahr lang studieren. Wir sollen für sie eine Abschiedsparty organisieren. Hast du Lust, mir dabei zu helfen? B. Hallo. Ja, ich habe Lust. Ich finde Anna sehr nett und ich werde sie vermissen. Aber wann sollen wir die Party machen? A. Ich dachte, wir könnten die Party am Freitagabend machen. So haben wir genug Zeit, um uns vorzubereiten und um uns von ihr zu verabschieden. B. Das klingt gut. Aber wo sollen wir die Party machen? Sollen wir sie bei dir oder bei mir oder in einem Restaurant oder in einer Bar machen? A. Ich denke, wir sollten die Party bei mir machen. Ich habe einen großen Garten und genug Platz für alle. Wir könnten auch eine Grillparty machen oder ein Lagerfeuer anzünden. B. Das klingt super. Aber was sollen wir bei der Party machen? Sollen wir einfach nur reden oder etwas Besonderes machen? A. Ich denke, wir sollten etwas machen, das uns Spaß macht und uns an Anna erinnert. Zum Beispiel könnten wir ein paar Spiele spielen oder Musik hören oder tanzen. Oder wir könnten ein paar Fotos oder Videos von Anna zeigen oder ihr etwas singen oder sagen. B. Das klingt lustig. Und was sollen wir ihr schenken? Sollen wir ihr etwas Persönliches oder Praktisches oder Originelles schenken? A. Ich denke, wir sollten ihr etwas schenken, das ihr gefällt und nützt und das sie an uns erinnert. Zum Beispiel könnten wir ihr ein Fotoalbum oder ein Tagebuch oder eine Kette schenken. Oder wir könnten ihr etwas Typisches aus unserem Land schenken, wie eine Flagge oder eine Mütze oder eine Tasse. B. Das klingt süß. Also, ich bin dabei. Ich freue mich schon auf die Abschiedsparty. A. Ich auch. Dann lass uns die Einladungen schreiben und die Vorbereitungen treffen. Wir sehen uns am Freitag um 19 Uhr bei mir zu Hause. B. Bis Freitag. Ah, hallo. Unsere Freundin Anna wird nächste Woche nach Deutschland fliegen. Sie hat dort ein Stipendium bekommen und wird ein Jahr lang studieren. Wir sollen für sie eine Abschiedsparty organisieren. Hast du Lust, mir dabei zu helfen? B. Hallo. Ja, ich habe Lust. Ich finde Anna sehr nett und ich werde sie vermissen. Aber wann sollen wir die Party machen? Ah, ich dachte, wir könnten die Party am Freitagabend machen. So haben wir genug Zeit, um uns vorzubereiten und um uns von ihr zu verabschieden. B. Das klingt gut. Aber wo sollen wir die Party machen? Sollen wir sie bei dir oder bei mir oder in einem Restaurant oder in einer Bar machen? A. Ich denke, wir sollten die Party bei mir machen. Ich habe einen großen Garten und genug Platz für alle. Wir könnten auch eine Grillparty machen oder ein Lagerfeuer anzünden. B. Das klingt super. Aber was sollen wir bei der Party machen? Sollen wir einfach nur reden oder etwas Besonderes machen? A. Ich denke, wir sollten etwas machen, das uns Spaß macht und uns an Anna erinnert. Zum Beispiel könnten wir ein paar Spiele spielen oder Musik hören oder tanzen. Oder wir könnten ein paar Fotos oder Videos von Anna zeigen oder ihr etwas singen oder sagen. B. Das klingt lustig. Und was sollen wir ihr schenken? Sollen wir ihr etwas Persönliches oder Praktisches oder Originelles schenken? A. Ich denke, wir sollten ihr etwas schenken, das ihr gefällt und nützt und das sie an uns erinnert. Zum Beispiel könnten wir ihr ein Fotoalbum oder ein Tagebuch oder eine Kette schenken. Oder wir könnten ihr etwas Typisches aus unserem Land schenken, wie eine Flagge oder eine Mütze oder eine Tasse. B. Das klingt süß. Also, ich bin dabei. Ich freue mich schon auf die Abschiedsparty. A. Ich auch. Dann lasst uns die Einladungen schreiben und die Vorbereitungen treffen. Wir sehen uns am Freitag um 19 Uhr bei mir zu Hause. B. Bis Freitag.